Hi ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch gut geht. Bekannte haben mich gefragt, ob ich mal wieder ein Make-up-Tutorial drehe. Und da fiel mir ein, dass das letzte Schminkvideo schon ewig lange her ist. Ich glaube, das war im Jahr 2011, da hatte ich noch keine Kinder. Ja, jetzt habe ich auch Lust dazu. Ich habe mir überlegt, dass ich euch zeige, wie ich mich jünger schminke oder wie ich zumindest versuche, mich jünger zu schminken. Als ich 13 Jahre alt gewesen bin, da war ich total scharf darauf, mich zu schminken, habe auch älter ausgesehen, hatte so die gleiche Figur wie mit 18, war schon 1,76 groß, musste allerdings noch ein bisschen warten. Dann war ich 15 Jahre alt und dann war mein Vater mit meinen Geschwistern alleine im Urlaub. Und dann hat meine Mutter mir das dann erlaubt und da habe ich mich so drüber gefreut und hatte auch viel Spaß daran, was auszuprobieren. Ja, damals habe ich mich natürlich versucht so zu schminken, dass ich ein bisschen älter aussehe. Die jungen Mädels von euch, die können das vielleicht nachvollziehen. Es war auch so, dass mir damals Typen gefallen haben, die so 5 bis 10 Jahre älter gewesen sind als ich. Meinen ersten Freund habe ich kennengelernt, als ich 15 war und er 24. 2 Jahre später war ich 17, da habe ich mir die Augen einmal total schwarz geschminkt, so richtig umrandet. Ich fand das cool, mein erster Freund auch. Meine Eltern haben das anders gesehen. Die haben mich dann ins Bad gezogen, mich abgeschminkt und dann hatte ich fast ein ganzes Jahr Schminkverbot. Das war ein bisschen doof, weil ich damals auch in einem Modehaus gearbeitet hatte. Teilweise hatte ich dann auch Kundenkontakt gehabt und habe mich ungeschminkt total nackt gefühlt. Wenn man es jeden Tag macht und dann auf einmal gar nicht mehr darf, ist das echt schwierig. Und dann, als ich 18 war, durfte ich das dann wieder. Da war ich voll erleichtert. Die ersten Lachfältchen, die stören mich weniger, allerdings die zwischen den Augenbrauen. Da gibt es so ein paar Tricks, zum Beispiel den Pony locker ins Gesicht fallen lassen, macht direkt ein bisschen jünger. Botox ist gar nicht mein Ding, man sieht so maskenhaft aus, außerdem ist mir das viel zu teuer. Das Geld, das gebe ich lieber für eine tolle Reise aus, ein gutes Essen mit einem leckeren, trockenen Rotwein, habe ich mehr von. Beim Thema Kleidung habe ich auch einen Tipp für euch, nämlich Mut zur Farbe. Schwarz macht zwar schlank, aber Farben lassen schön frisch und jung aussehen. Heute zeige ich dir einen schnellen und alltagstauglichen Look. Erstmal decke ich mit meinem Concealer dunkle Augenschatten ab und lasse den Bereich heller wirken. Mit den Fingerspitzen verteile ich dann ein korrigierendes Make-up. Anschließend trage ich mit einem großen Pinsel ein Kompaktpuder in Sandbeige auf. Bei ersten Fältchen im Augenbereich ist ein matter Lidschatten ideal. Dann wähle ich einen dunkleren Ton für den äußeren Bereich meiner Lidfalte. Meinen Lidstrich verwische ich mit einem Wattestäbchen, damit die Augen weicher wirken. Dann kommt das Wichtigste, die Wimperntusche. Meine Augenbrauen lasse ich einen Ton dunkler erscheinen, da mir der Kontrast super gefällt. Unter den Augenbrauen setze ich mit der Farbe Weiß leuchtende Highlights, die meinen Blick offen wirken lassen. So, noch ein bisschen Rouge für Frische. Dann ist der Lipliner an der Reihe. Es macht nichts, dass er einen Ton dunkler ist. Ich mixe ihn mit meinem Lipgloss. Die Farben gehen ineinander über. Ich glaube, so kann ich mich auf die Straße trauen, oder? Jetzt stehe ich hier gerade vor der Dinosaurier-Tapete von meinem Sohn. Und für alle, die das erste Mal mein Video anschauen, möchte ich noch kurz erklären, worum es auf dem Kanal Elisheba TV geht. Auf meinem Kanal gebe ich dir tolle Reisetipps für Nahziele mit Kindern. Ich zeige dir zum Beispiel Tierparks, familienfreundliche Hotels mit einer guten Küche und coole Ausflugsziele. Manchmal siehst du auch, wie mich eine Visagistin für einen Modeljob stylt. Wenn ich dann in den Spiegel schaue, erkenne ich mich oft selbst nicht mehr wieder. Ich möchte mich auch ganz herzlich für eure Kommentare bedanken. Ich freue mich immer über Feedback, auch über Kritik. Allerdings sollte die weiterbringen. Ich habe mal so einen Film gedreht mit einem Meerjungfrau-Schwanz unter Wasser. Da haben einige drunter geschrieben, boah, ist die hässlich. Leute, das bringt mich ja nicht weiter. Ich kann mir ja keinen neuen Kopf aufsetzen. Aber ich bin für Tipps zu haben. Wenn du jetzt zum Beispiel schreibst, hey, der Lipgloss steht dir nicht, probier mal rosa Lippenstift oder roten Lippenstift oder zieh mal die Farbe an, steht dir besser? Das ist etwas, was weiterbringt und darüber freue ich mich sehr. Dann sage ich mal Dankeschön, bis zum nächsten Mal, freue mich über alle Abos, bye bye, alles Gute für euch. Ciao.